Ich bin Anna-Maria Torkel. Ich bin festes Mitglied im NDR Vokalensemble seit 2016 und auch seit 2016 Mitglied bei Unisono. Die große Herausforderung bei Chorsängern oder vielleicht generell bei Gruppen ist es natürlich, wenn wir 23 Leute sind, haben wir 23 Meinungen und müssen die unter einen Hut kriegen. Deswegen ist es sinnvoll, sich als Gemeinschaft zusammenzuschließen. Was jetzt besonders ist bei Sängern, man kann nicht 8 bis 10 Stunden am Tag üben und man kann auch nicht morgens um 4 anfangen zu üben oder abends um 23 Uhr. Beim Rundfunk haben wir absolut faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Aber ohne die Gewerkschaften würden wir niemals solche guten Tarifverträge aushandeln können. Und da sollte man eigentlich keinen Unterschied machen, ob ich beim Rundfunk bin oder ob ich ein freies Ensemble bin oder ob ich ein freier professioneller Chor bin. Alle haben diese fairen Arbeitsbedingungen verdient. Und deswegen glaube ich, wäre es wichtig, wenn alle Chorsängerinnen und Chorsänger sich zusammenschließen, damit man wirklich gemeinschaftlich gute Arbeitsbedingungen verhandeln kann. Manche Sachen können wir nicht verhandeln. Deswegen brauchen wir da Unterstützung. Und die gibt es relativ leicht mit einem Eintritt bei Unisono.